Dank, dass ihr gekommen seid. Ja, wir haben uns die Sache so vorgestellt, meine Damen und Herren, dass ich jetzt zunächst mal einige einführende Überlegungen anstelle zur Philosophie von Ernst Cassirer, deren wichtigster Teil ja hier in Hamburg entwickelt worden ist. Und auf dieser philosophischen Grundlage dann Susanne Wittek uns einige Aspekte seines Lebens, ich möchte eigentlich lieber sagen Dimensionen seines Forscherlebens vorstellt, die bisher in der philosophischen Auseinandersetzung, wenn ich das richtig sehe, weitgehend zu kurz gekommen sind. Nämlich die Tatsache, dass Ernst Cassirer Zeit seines Lebens auch ein sehr bewusster Zeitgenosse seiner Zeit und dabei immer auch politischer Zeitgenosse gewesen ist. Also so haben wir uns das gedacht und deswegen mache ich mal gleich weiter, nehme ich schon das Wort ergriffen habe und erinnere daran, dass Ernst Cassirer im Jahr 1919 gleich nach der Gründung der Hamburgischen Universität als Ordinarius der Philosophie hierher berufen worden ist. Er hat, muss man wirklich betonen, entscheidende Partien seines philosophischen Werkes, nämlich seinen eigenen systematischen Beitrag, während er eben auch zahlreiche ideengeschichtliche Werke verfasst hat, hat er seinen eigenen philosophischen Beitrag doch hier während seines Wirkens in Hamburg erarbeitet. Man kann sagen, in dem langen Jahrzehnt zwischen 1919 und 1933, und dabei in enger Zusammenarbeit mit den benachbarten Geisteswissenschaften hier in Hamburg. Man darf da allem voran den Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Abi Warburg und seinen Kreis nennen, zu dem die wissenschaftliche Verbindung denkbar eng war und auch geradezu freundschaftlich. Aber auch etwa zu Jakob Johann von Uexküll und seinem Institut für Umweltforschung und in die Psychologie, etwa zu William und Clara Stern, gab es einen fruchtbaren Austausch, der sich auch in Cassirers philosophischem Werk niedergeschlagen hat. Wenn wir hier in Hamburg über den Philosophen Ernst Cassirer sprechen, dann stehen wir damit in einem sehr, wie ich finde, reizvollen Spannungsverhältnis zwischen Genius Loci und Weltgeltung. Wir sprechen auf der einen Seite über unseren Hamburger Philosophen, über denjenigen, auf den wir stolz sein können und auf dessen Spuren man sich in der Stadt auch auf einigen Wegen, also auch an einigen Orten noch begeben kann. Hauptgebäude der Universität, Edmund-Siemers-Allee 1, der große Kuppelbau, Allendeplatz, Leishalle, Blumenstraße 26, Heilwigstraße 116, das sind solche immer noch magischen Orte. Aber dieser lokale Blick auf unseren Hamburger Philosophen Ernst Cassirer darf dabei nicht darauf hinauslaufen, dass wir ihn im Wesentlichen als eine Hamburgensie betrachten. Cassirer war schon zu Lebzeiten keine bloße Lokalgröße, sondern ein großer Philosoph. Und mit der Präsentation seines Lebenswerkes in einer Gesamtausgabe, deren zu Lebzeiten veröffentlichten Teil der Werke ich hier in der 25 Bände umfassenden Hamburger Ausgabe mit den Mitarbeitern der Ernst-Cassirer-Arbeitsstelle über ein Jahrzehnt hinweg ediert habe, konnte sich in der dadurch beförderten Forschungsdynamik, wie das immer ist, sobald eine Gesamtausgabe verfügbar ist, schnellt die Zahl der Forschungsarbeiten exponentiell in die Höhe, endlich auch das Bewusstsein ausbreiten, dass Cassirer ein Philosoph von Weltgeltung ist. Er war nicht nur einer der größten Gelehrten, die Hamburg in seiner gesamten 100-jährigen Universitätsgeschichte bisher für sich verbuchen konnte. Er war auch einer der wenigen Universalgelehrten des 20. Jahrhunderts überhaupt. Er hatte neben Philosophie die Fächer Germanistik, Jura, Psychologie, Mathematik, Biologie, Chemie und Physik studiert.
Soll man heute mal zu Bologna-Zeiten irgendjemandem zumuten oder antragen? Und er konnte auf dieser Basis mit seinem Lebenswerk die inzwischen allzu geläufige, resignative Formel von den zwei Kulturen, gemeint ist ja immer, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften haben eine reine Parallelexistenz in völliger Entfremdung, das ist ja die Rede von den zwei Kulturen, die konnte er ebenso programmatisch bestreiten wie auch praktisch widerlegen. Auf der Grundlage seiner gediegenen Kenntnisse in den Geisteswissenschaften und in den Naturwissenschaften hat er mit seiner Theorie der Kultur dabei auch ein ermutigendes Beispiel für das Gelingen dessen gegeben, was wir heute interdisziplinäres Arbeiten nennen. In diesem Komplex kommt der engen Kooperation mit den ihrerseits interdisziplinär eingestellten Kunsthistorikern in der bereits erwähnten kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg besondere Bedeutung zu. Cassiras philosophisches Hauptwerk, die Philosophie der symbolischen Formen, verdankt der eigenwilligen Expertise, die in dieser Bibliothek mit ihren 60.000 Bänden gewissermaßen Ereignis geworden ist, tragende Impulse in der Methode wie in der Sache. Und in der Methode, darf man wirklich sagen, war das für ihn so etwas wie ein Erweckungserlebnis, bei seinem ersten Besuch in dieser Bibliothek herumgeführt zu werden und zu sehen, dass diese Bibliothek nicht wie üblich nach strikt abgegrenzten Disziplinen und Fächern und im Übrigen chronologisch geordnet war, sondern dass sie nach dem sogenannten Prinzip der guten Nachbarschaft aufgestellt war. Das heißt, in Büchergruppen, wo aus allen Fächern und Disziplinen jeweils in der Hoffnung auf Synergieeffekte der Forschung die Bücher zusammengestellt waren, die zu einem ganz bestimmten Problembereich aus allen möglichen Richtungen etwas beitragen konnten. Das hatte er vorher noch nie gesehen. Ich glaube, keiner von uns hat das seither je irgendwo sehen können. Aber das war die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Und die hat Cassira für das Schreiben, insbesondere seines Hauptwerkes, exzessiv genutzt. Ja, also das entscheidende Stichwort ist damit bereits gefallen. Cassiras Philosophie der symbolischen Formen. Was ist das? Die erste methodisch am nächsten liegende Antwort muss lauten, diese Theorie ist eine umfassende Theorie des Symbolischen in allen seinen Formen. Cassira vertritt den Ansatz, die Sphären der Bedeutung als wesentlich für das Selbstverständnis und damit dann auch natürlich für den philosophischen Begriff vom Menschen zu verstehen und das Potenzial, die Funktionen und die verschiedenen Formen der Erzeugung von Bedeutung in differenzierter Weise zu untersuchen, um sie in ein integrales Konzept, in ein System gewissermaßen zu fassen, in das Konzept von Kultur als System. Vom Stand der bedeutungstheoretischen, zeichentheoretischen, symboltheoretischen Ansätze und Debatten der Gegenwartsphilosophie habe ich den Eindruck, dass Cassiras Ansatz nicht allein in diesen oder jenen Detailproblemen anschlussfähig ist, sondern dass seine Begriffe des Symbolischen, seine Analysen von Prozessen der Symbolisierung generell hilfreich und auch richtungsweisend wirken können, weil dieser Ansatz mit seiner methodischen Einstellung auf das gesamte Spektrum von Symbolisierungsformen ein so wichtiges Potenzial der Auseinandersetzung bietet. Also nicht bloß die Sprache als Symbolisierungsform, sondern Sprache und Bild, Riten und Artefakte, Gedanken und Handlungen. Also ganz kurz zusammengefasst, epistemische, praktische, ästhetische und emotionale Leistungen aller Art umfasst Cassira mit seinem Symbolkonzept gleichermaßen und beansprucht sie, wie gesagt, in einem umgreifenden Prospekt zu verstehen.
Die zweite Antwort, Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, ist auf dieser Basis einer Untersuchung der Symbolfunktionen eine Theorie von der menschlichen Wirklichkeit, wie sie sich im menschlichen Bewusstsein und in der menschlichen Praxis artikuliert. Eine methodisch auf den Charakter der Erzeugung von Bedeutung fokussierte Lehre von der Gestaltung der Wirklichkeit durch den Menschen, wie sie auf allen denkbaren Ebenen von uns allen permanent geleistet wird und dabei immer in Anknüpfung an das steht, was bereits vor uns schon permanent geleistet wurde. Und damit drängt sich geradezu die dritte Antwort schon auf, mit der dann dieser Ansatz und seine Erträge in geläufige philosophische Disziplinen eingeordnet werden können. Diese Antwort hat der Autor selbst bereits 1944 in der konzisen Gesamtdarstellung zu Einführungszwecken, also in der Gesamtdarstellung seines Hauptwerkes, unter dem Titel »An Essay on Man« ausdrücklich und stark exponiert. Und sie lautet, die Philosophie der symbolischen Formen ist eine philosophische Anthropologie. Der Mensch ist das Animal Symbolicum. Das ist eine Prägung von Cassirer selber. Und das heißt, er ist das Symbol erzeugende und das Symbol verstehende Wesen. Dabei lässt sich an seiner Theorie exemplarisch etwas studieren, was für die großen Anthropologien des 20. Jahrhunderts, das an anthropologischen Ansätzen reich war, ohne Ausnahme zutrifft, dass Anthropologie und Kulturphilosophie zwei verschiedene Disziplintitel für ein und dasselbe Unternehmen sind, oder anders ausgedrückt, dass die Philosophie der Kultur und die Bestimmung des Menschen zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Das System aller möglichen Weisen der Sinnerzeugung durch Bedeutung ist das, was wir die menschliche Kultur nennen. Und der Mensch ist das Wesen, zu dessen Natur es gehört, Kultur zu haben. Das also seiner Natur nach nicht anders als in Kultur leben kann und deshalb geradezu genötigt ist, die Kultur als seine Lebenssphäre selbsttätig hervorzubringen. Häufig fasst Cassirer den von Grund auf und durchweg kulturellen Charakter des Menschen in Formulierungen, die den menschlichen Geist als Ursprung und als Movens der Kultur begreifen und setzt sich damit, wie man insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beobachten konnte, einem Missverständnis aus. Weil nicht jeder Hörer und Leser sofort erkennt, dass für seinen Begriff des Geistes genau das gilt, was Kant von der menschlichen Vernunft geltend gemacht hat. Nämlich, was wir meinen, wenn wir die Vernunft adressieren, ist nichts frei Schwebendes, Abgehobenes und keine geheimnisvolle Substanz, sondern es sind Funktionen, zu deren innerer Bestimmung es gehört, auf etwas, auf Äußeres bezogen zu sein und sich in Leistungen zu manifestieren. So auch Cassirer. Was er analysiert, ist kein Geist, der über den Wassern schwebte, sondern einer, der sich immer schon und immer nur als Formung der Materie artikuliert, auf die er angewiesen ist. Wo Cassirer den Geist anführt, da verwendet er also, könnte man sagen, eine Abbreviatur. Er spricht in der Sache vom Menschlichen, stets in ein sinnliches Medium und damit in Materie eingebetteten Geist. Und die vierte Antwort auf die Frage, was ist die Philosophie der symbolischen Formen, steht denn auch ganz im Einklang mit Cassirers Begriff von eingebetteter geistiger Aktivität. Diese Theorie des Menschen als eines kulturellen Wesens ist eine Philosophie der Freiheit. Der große Vorzug dieser Theorie der Freiheit ist darin zu sehen, dass sie anders als viele andere Freiheitstheorien sich nicht abstrakt darauf einlässt,
in irgendeiner Weise zu argumentieren, ob man den Menschen als mit einem freien Willen ausgestattet annehmen darf oder muss oder gerade nicht, sondern dass sie konkret ist. Das heißt, sie bezieht sich auf die realen Verhältnisse, die der Mensch sich geschaffen hat, und nimmt sie ernst. Es ist eine realistische Theorie der Freiheit, die sich nämlich an die manifesten Hervorbringungen des menschlichen Geistes hält und in allen ihren Ausprägungen den pragmatischen Aspekt der Realisierung von Freiheit in bleibenden Formen ausdrücklich zu erfassen beansprucht. Wir dürfen festhalten, Cassirer hat einen aufs Grundsätzliche und aufs Ganze gehenden weiten Begriff von Kultur, der die vielfach verbreitete Konzentration des Kulturverständnisses auf die Spitzenprodukte der Hochkultur als ein Element in sich enthält und sich in seiner Extension eben nicht auf dieses eine Element beschränkt. Der Begriff der Kultur kulminiert zwar in den großen Werken, in den Sprachen, die eine abstrakte und reflexive Ich-Funktion ausprägen, in den monotheistischen Religionen, die in der Konfrontation des individuellen Ichs mit dem einen Gott die ethische Idee der Verantwortung aufkommen lassen, in den sprachlichen und bildlichen Kunstwerken, in den hochkomplexen Erkenntnissen der Wissenschaft, in den liberal-demokratischen Verfassungsstaaten. Sie kulminiert in diesen Spitzenleistungen und in deren systematischer Vernetzung, aber sie geht nicht darin auf. Kultur ist nach Cassirers Ansatz auch schon in den menschlichen Entwicklungsstufen ganz und gar Kultur, auf denen die Geste des Zeigens etwas bedeuten soll und auf denen onomatopoietische, also lautklangliche Wortbildung noch dominiert, wie zum Beispiel in der Benennung von Flüssen nach ihrem Wellenklang, Mississippi. Oder wo das Zahlwort für die Zahl 20 entsprechend der Rundumzählung an Fingern und Zehen dasselbe Wort ist oder in einem Satz artikuliert ist, der lautet: Ein Mann ist fertig. Wo Augenblicksgötter ihre magische Macht auf den ausüben, der ihnen in Naturerscheinungen begegnet, wo der Bannzauber durch den Fetisch wirkt, wo das rituelle Ornament noch nicht ästhetisch wahrgenommen wird, sondern als Hindernis, die Schwelle zu übertreten und so weiter. Nicht zuletzt darf man sagen, Kultur ist auch im unscheinbaren Vollzug des Alltags schon ganz und gar Kultur, allein schon dadurch, dass auch der Alltag sprachlich strukturiert ist. Und dieser denkbar weite Kulturbegriff hat also seine methodische Grundlage in der Weite des Symbolbegriffs. Cassirer begreift Symbolisierung generell als Vermittlung von Sinnlichem und Geistigem, eine Vermittlung, die sich in den unterschiedlichsten Materialien oder er sagt dazu auch ausdrücklich Medien abspielt, in artikuliertem Laut, in Bildern, in materiellen Dingen, in Ritualen, Zeremonien und Techniken, überhaupt in Handlungen aller Art, in Institutionen, in Formeln und so weiter. Eine Pointe dieser Theorie liegt darin, dass Symbolisierung nach diesem Verständnis nichts Seltenes und Spezielles ist, das in abgehobenen Bereichen hier und dort einmal stattfände, sondern sie ist vielmehr die durchgängige geistig-sinnliche Vermittlung unserer Welt durch unsere Bewusstseins- und Handlungsleistungen. Die symbolische Selbsttätigkeit und Gestaltung des Menschen hält sich nach Cassirers Verständnis durch, von der elementaren Wahrnehmung bis zu den höchst entwickelten Werken. Was auch immer wir mit Sinn und Verstand tun, wir bewegen uns in Symbolen. Was Cassirer symbolische Formen nennt, das sind die regelmäßig wirkenden, typischen Weisen der Symbolisierung, durch die sich eigenständige Sachgebiete gewissermaßen institutionalisieren.
Der Begriff der symbolischen Form bezeichnet also hier nicht, wie wir das gemäß unseren sprachlichen Intuitionen wahrscheinlich zunächst mal denken würden, den einzelnen geformten Bedeutungsträger, also etwa das Herz, das Kreuz, den Davidstern an einer Halskette, sondern der Begriff symbolische Form hat einen höheren Generalisierungsgrad. Cassirer bezeichnet damit die geistigen Energien, durch die es zu Symbolisierung kommt. Und er nennt, um klarzumachen, welchen Generalisierungsgrad er damit avisiert, er nennt meistens als symbolische Formen Sprache, Mythos und Religion, Kunst und Wissenschaft. Und der Leser lernt dann allmählich in der Erschließung auch anderer Texte außerhalb der drei großen Monographien unter dem Titel Philosophie der symbolischen Formen, dass Cassirer darunter auch die Technik, auch die Geschichte, also im Sinne von Historie, auch das Recht und die Moral und das Wirtschaften, die Ökonomie versteht. Das sind ebenso viele symbolische Formen, die ich jetzt aufgezählt habe. Und wenn wir festhalten, Cassirer begreift die Kultur, die nach seinem Begriff die Lebensform des Menschen ist, als Form der Freiheit, dann heißt das, er begreift jeden elementaren geistigen Akt, durch den es zu Bedeutung kommt. Er begreift jeden Akt der Symbolisierung, sowohl als Akt der Befreiung wie als Akt der Bildung von Freiheitspotenzial und die Kultur insgesamt als Prozess der Befreiung. Ich habe in meinem kleinen Cassirer-Band von 2013 vorgeschlagen, diesen Grundlegungsgedanken als Cassirers Distanz a priori zu bezeichnen. Denn er betont mit Blick auf die produktive Gestaltung in Symbolisierungsprozessen aller Art ein gemeinsames durchgängiges Moment, nämlich dass in der Verobjektivierung, zu der es bei der Produktion wie bei der Rezeption von Symbolen kommt, der Mensch Distanz gewinnt zu seinen Eindrücken und zu den Verhältnissen, in denen er sich befindet. Der Mensch begreift sich als Subjekt gegenüber Objekten und durch diese Distanzierung ist etwas Entscheidendes geleistet. In dieser Distanzierung, diesem Distanzgewinn durch verobjektivierte Bedeutung kommt es zu einem Gewinn von Freiheit. Es kommt in der allemal symbolisch vermittelten Objektdistanzierung komplementär zu einem distanzierten Selbstverhältnis, das es dem Menschen möglich macht, sich von allem anderen zu unterscheiden. Und beides zusammen wirkt so, dass sich dadurch ein Spielraum für das Handeln ergibt, der vorher nicht da ist. Vorher, wenn man sich das nach einem Grenzbegriff vorstellen soll, wo einfach alle möglichen Eindrücke distanzlos auf einen einfluten, da ist noch keine Distanz. Wo wir aber mindestens schon geistige Techniken der Objektgewinnung haben, da können wir uns selbst auch absetzen und von da dann ausgehen. Cassirer konzipiert so in seiner Philosophie der symbolischen Formen Symbolisierung als den funktionalen Ursprung der Freiheit aus Distanz. Und wenn wir von hier aus mal einen Augenblick auf unsere heutige Situation, auf unsere, ich meine jetzt wirklich aktuelle Situation blicken und uns vor Augen führen, wie wir in den letzten Monaten lernen mussten, die Distanz unter einem ganz neuen Gesichtspunkt zu üben, zu schätzen, uns an sie zu halten, um nicht nur Leben zu retten, sondern damit selbstverständlich auch Freiheit zu erhalten. Denn es ist keine Freiheit ohne Leben denkbar, sodass dieser Zusammenhang elementar angesehen werden muss, dann haben wir vielleicht ein Schlaglicht darauf, dass diese Philosophie immer noch ein Aktualitätspotenzial enthält, an dem wir heute mit Gewinn anknüpfen können.
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Frau Recki. Ich habe das jetzt auch zum so und so vielten Male gespürt und gedacht, wie froh ich darüber bin, dass Sie sich mit mir zusammen hier vorne hinsetzen und über die Philosophie Ernst Cassirers sprechen, weil das könnte ich überhaupt nicht. Dazu bin ich überhaupt nicht imstande. Das sage ich deswegen, weil ich damit auch schon ein bisschen hinführen möchte zu der Art und Weise, wie ich die Biografie über Ernst Cassirer angefasst habe. Ich sage mal zwei Zahlen, die Ihnen schon deutlich machen werden, wie komplett anders sicherlich meine Biografie über Ernst Cassirer ist als alles, was Frau Recki jemals über ihn geschrieben hat. Das Buch hat ungefähr 190 Textseiten. Jetzt mal abgesehen von dem Anhang, was da hinten alles noch dran ist, aber ungefähr 190 Textseiten, und davon sind 20 Seiten und nicht mehr als 20 Seiten einer sehr komprimierten Darstellung von Cassirers Philosophie gewidmet. Also ein verschwindend kleiner Teil, und zwar den drei großen Werken seiner Jahre in Hamburg. Frau Recki hat darüber gesprochen, die Philosophie der symbolischen Formen, der Text Individuum und Kosmos an der Philosophie der Renaissance und die Abhandlung über die Philosophie der Aufklärung. Das sind die drei großen Werke aus diesen 14 Hamburger Jahren. Die habe ich in diesen 20 Seiten sehr, sehr komprimiert dargestellt. Immer mit einem wahnsinnigen Respekt natürlich vor der Philosophie Ernst Cassirers. Meine Aufgabe ist eine andere gewesen mit diesem Buch. Meine Aufgabe war, über Cassirers Werdegang, über sein Leben, über seine Beziehungen, vielleicht auch über seine Befindlichkeiten, sofern man sie nachvollziehen kann, etwas zu sagen. Ich habe in diesen 170 Seiten vor allen Dingen versucht, eigentlich zwei Fragen zu beantworten, die ich nämlich selber hatte, als ich diese Biografie geschrieben habe. Und das sind auch die beiden Fragen, über die ich heute Abend Ihnen sagen möchte, was ich herausgefunden habe. Erstens die Frage, wie politisch war Cassirer eigentlich? Und zweitens, wie kam es dazu, dass er so früh aus Nazi-Deutschland weggegangen ist, nämlich am 12. März 1933? Es gibt zwar auch einige Leute, die noch früher weggegangen sind, aber trotzdem muss man sagen, der 12. März 1933 ist ein frühes Datum dafür, Deutschland zu verlassen. Das sind die beiden Fragen, denen ich mich eigentlich versucht habe zu nähern beim Schreiben des Buches. Darüber will ich auch heute Abend Ihnen erzählen, was ich herausgefunden habe, oder jedenfalls auszugsweise. Außerdem will ich auch noch ein Schlaglicht werfen auf die Beziehung zwischen ihm und Abi Warburg, über die ja auch Sie jetzt schon einiges gesagt haben. Ich brauche ungefähr 50 Minuten dafür, um das schon mal vorneweg zu sagen. Also es gibt einen amerikanischen Historiker, der sehr früh eine Biografie über Cassirer geschrieben hat, der hieß David R. Lipton, und der war der Meinung, Cassirer habe in der, ich zitiere, friedlichen und politisch obskuren Atmosphäre der Bibliothek Warburg jeden Bezug zu aktuellen Ereignissen sorgfältig vermieden. Andere Cassirer-Forscher schildern ihn als Vernunftrepublikaner, der, anders als viele andere dieser Richtung zuneigende Denker, schon im Kaiserreich und während des Ersten Weltkriegs an seinen demokratischen Überzeugungen festgehalten hat und die republikanische Verfassung seit ihrem Inkrafttreten sofort aktiv unterstützt habe. Das ist auch meine Auffassung. Nach allem, was ich gelernt habe bei der Arbeit an dem Buch, bin ich dieser Auffassung auf jeden Fall, dass er ein ausgesprochen politischer Mensch war und seine Welt um sich herum sehr intensiv wahrgenommen hat, auch in dem Sinne, wie Frau Recki es schon geschildert hat. Ich möchte zunächst mal als einen Beleg dafür anführen, dass er im März 1920 eine Resolution deutscher Hochschullehrer für die republikanische Verfassung unterzeichnete. Im März 1920, das war gerade kurz nachdem rechte Kräfte um den Monarchisten Wolfgang Kapp versucht hatten, die Reichsregierung aus Mitte-Links-Parteien zu stürzen,
Und sie hatten damit die gerade erst konstituierte Republik an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht. Ein weiteres, aus meiner Sicht besonders eindrückliches Zeugnis von seinem Engagement für die demokratische Verfassung legte Kassirer 1928 im Hamburger Rathaus ab. Dort hielt er nämlich auf Einladung des Hamburger Senats bei der Verfassungsfeier, mit der Unterzeichnung der Weimarer Verfassungsurkunde gedacht wurde, die Festrede. Ich muss dazu ein paar Worte sagen, wie es dazu gekommen ist, dass er eingeladen worden ist, diese Rede zu halten. Kassirer hatte nämlich einen Ruf an die Stiftungsuniversität Frankfurt am Main erhalten und tatsächlich, obwohl es ihm in Hamburg sehr, sehr gut ging und er optimale Arbeitsbedingungen hatte, erwog ernsthaft, von Hamburg nach Frankfurt zu wechseln. Das war im Jahr 1928. Er lehrte bereits 9 Jahre an der Hamburgischen Universität. Er hatte viele sehr bedeutende Werke verfasst, darunter zu diesem Zeitpunkt die beiden ersten Bände der Philosophie der symbolischen Formen, die ihn schon berühmt gemacht hatten. Dass er erwog, Hamburg zu verlassen, rief dann einige Leute auf den Plan, die unbedingt ihn in Hamburg halten wollten, allen voran Abi Warburg, der ein ausführliches Manifest mit dem Titel »Warum Hamburg den Philosophen Ernst Kassirer nicht verlieren darf« veröffentlichte. Das wurde unter anderem in einer Zeitung veröffentlicht, aber Abi Warburg versandte das auch an einige wichtige, einflussreiche Personen. Auch die Stadt Hamburg warb intensiv darum, dass Kassirer blieb, und um ihre außerordentliche Wertschätzung zu signalisieren, luden sie ihn ein, eben jene Festrede im Rathaus zu halten. Und das muss ich dazu sagen, zu einem Zeitpunkt, als die antidemokratischen Kräfte sich zunehmend in Stellung brachten und sich Gehör verschafften. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt eine Passage aus meinem Buch vorlesen. Kassirer blieb nicht nur der Hamburgischen Universität und der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek erhalten, sondern erfüllte auch die nachdrückliche Bitte des amtierenden ersten Bürgermeisters Karl Petersen und des Senats der Hansestadt, am 11. August 28 im Rathaus die Festrede zur Feier der Weimarer Verfassung zu halten. Vor ihm hatten dort bereits 2 seiner Professorenkollegen diese Aufgabe übernommen, die Völkerrechtler Albrecht Mendelssohn-Bartholdy und Rudolf Laun, beide wie Kassirer sehr entschiedene Verfechter der Republik. Kassirer eröffnete seine Rede mit dem Titel »Die Idee der republikanischen Verfassung« mit der Frage, ob es zwischen der Ideenwelt Immanuel Kants und der Ideenwelt der Französischen Revolution einen inneren Zusammenhang gab oder ob etwa Kants Texte Kritik der reinen Vernunft von 1781 und Kritik der praktischen Vernunft von 1788 lediglich zeitlich wie zufällig neben der unmittelbar darauf folgenden Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte durch die verfassunggebende französische Nationalversammlung im Jahr 1789 stand. Die 3 Jahre, um die es hier geht, 81, 1788 und 1789. Kassirer wollte klären, ob und wie weit diese beiden Tatsachen durch einen inneren Zusammenhang miteinander verknüpft waren, also ob und inwiefern die gedankliche Grundtendenz der kantischen Philosophie und Ethik Berührungspunkte zu den Ideen aufwies, die in der Revolution proklamiert wurden. Mit diesem Ziel ging er zu den Quellen beider Denkgebäude zurück und schlug in einer ideengeschichtlichen Gesamtschau den Bogen von Gottfried Wilhelm Leibniz, ich muss auch dessen Lebensdaten sagen, 1646 bis 1716, ist in diesem Zusammenhang wichtig. Also er schlug in einer ideengeschichtlichen Gesamtschau den Bogen von Gottfried Wilhelm Leibniz über die Declaration of Rights in den USA von 1776 und die französische Déclaration des droits de l'homme et du citoyen von 1789 bis zur Weimarer Verfassung von 1919. Er schilderte eine transkontinentale Wechselbeziehung, deren Schauplatz von Deutschland nach Frankreich und England, von Europa nach Amerika und wieder zurück nach Deutschland gewandert sei. Ein Geflecht von Interdependenzen, in deren Rahmen eine Wandlung der Ideen, eine gegenseitige Beeinflussung und Weiterentwicklung des Rechtsverständnisses stattgefunden habe, das schließlich in dem Gedanken gegipfelt sei, dass alle Menschen von Natur gleichmäßig frei und unabhängig sind. Kassirer erklärte,
Leibniz habe zwar das Erbgut der antiken Philosophie aufgegriffen, das bereits das Prinzip der unveräußerlichen Grundrechte des Individuums enthalten habe, doch sei er unter allen großen europäischen Denkern der Erste gewesen, der dieses Prinzip entschieden vertreten und ausgebaut habe, unter anderem, indem er früh die Sklaverei verurteilte, die in den USA und Europa erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, das heißt rund 150 Jahre nach Leibniz' Tod, endgültig gesetzlich verboten wurde. Er, Leibniz, habe das Prinzip formuliert, ich zitiere, dass das Eigentumsrecht am Körper eines Menschen ausschließlich seiner Seele zusteht und ihr nicht entzogen werden kann. Da aber die Seele kein erwerblicher Besitz ist, so kann auch das Eigentum am Körper eines Menschen nicht erworben werden. Zitat Ende. Leibniz' Überzeugung der angeborenen und unveräußerlichen Rechte, so fuhr Cassirer in seiner Rede fort, sei von seinem Schüler Christian Wolff zusammengefasst, bewahrt und gesichert worden und habe von hier aus der bürgerlichen Freiheitsbewegung in den jungen amerikanischen Kolonien wichtige Impulse auf ihrem Weg in die Rechtsstaatlichkeit gegeben. Die Verfassungen der amerikanischen Freistaaten zielten sämtlich auf den Gedanken, dass alle Menschen bestimmte, ihnen ursprünglich innewohnende Rechte besitzen, die ihnen durch den Eintritt in die staatliche Gemeinschaft nicht genommen werden und auf die sie selbst niemals mit bindender Kraft für ihre Nachkommen verzichten können. Dieser Gedanke wiederum sei das Modell für die französische Verfassung gewesen, der Funke sei von Nordamerika nach Frankreich übergesprungen und da er hier auf einen seit Jahrhunderten angehäuften Zündstoff getroffen sei, habe sich der große Weltenbrand entzündet. Die Idee eines Verfassungsstaates, der auf den Menschenrechten beruhe, habe auf Kant eingewirkt, der die Entwicklung der französischen Revolution stets leidenschaftlich verfolgt habe. Mit ihm, dem deutschen Philosophen, habe nach den gewaltsamen, blutigen Konflikten in Frankreich um die Umsetzung der Idee in die politische Praxis eine neue, rein geistige Gegenbewegung eingesetzt. Doch habe Kants unerbittliche Kritik an der französischen Schreckensherrschaft mit ihren tausenden Toten niemals etwas an dessen Überzeugung geändert, dass die bürgerliche Verfassung in jedem Staate republikanisch sein solle. Kant betont hierbei, sagt Cassirer, dass es für die Echtheit und Lauterkeit der republikanischen Verfassung nicht auf die äußere Form der Beherrschung, sondern einzig auf das Prinzip der Gesetzgebung ankomme. Dieses Prinzip muss so beschaffen sein, dass durch dasselbe nur solche Gesetze sanktioniert werden, wie sie aus dem vereinigten Willen des ganzen Volkes haben entspringen können. Jeder Untertan soll nicht nur Untertan, sondern er soll zugleich Bürger sein. Indem Cassirer nachwies, dass die Idee der republikanischen Verfassung auf dem Boden deutscher Geistesgeschichte entstanden und durch ihre ureigensten Kräfte, durch die Kräfte der idealistischen Philosophie genährt worden ist, strafte er die damals aufkommende völkische und nationalsozialistische Propaganda Lügen, die nämlich der Auffassung war, dass diese Idee in der deutschen Geistesgeschichte ein Fremdkörper und die Demokratie eine westliche Verirrung war. Cassirer hoffte, damit seine Überzeugung, es sei die demokratische Staatsform, die die Menschenrechte am besten schützen könne, gegen Angriffe von rechts zu verteidigen. Mehr noch, er wollte in seinen Zuhörerinnen und Zuhörern die Zuversicht stärken, dass die Kräfte, aus denen die Idee der republikanischen Verfassung ursprünglich entstanden war, ihr auch den Weg in die Zukunft weisen und mithelfen werden, diese Zukunft heraufzuführen. So machte Cassirer kenntlich, dass seine historische Betrachtung keineswegs Selbstzweck war, sondern der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft diente und als Antwort auf so viele seiner Professorenkollegen zu verstehen war, die sich mehr und mehr gegen die Demokratie wandten. Zugleich zeigte Cassirer mit dem Einfluss deutscher Philosophen auf politische Befreiungsbewegungen in Europa und Amerika den universalistischen Impetus des modernen Verfassungsgedankens jenseits eines Nationalismus. Indem er deutsches Denken in Kontinuität mit dem der anderen europäischen Nationen rückte, gab er sich als ein vom europäischen Gedanken durchdrungener Verfassungsdemokrat zu erkennen.
Dies zu dieser wichtigen Rede, die Kassira im Hamburger Rathaus gehalten hat. Es gibt weitere Belege dafür, dass Kassira sich als Demokrat engagierte und exponierte. Ein wichtiges Beispiel stammt aus seiner Amtszeit als Rektor der Hamburgischen Universität in den Jahren in der Amtszeit 1929-30. Denn Kassira setzte in einem zähen Kampf gegen den Widerstand einiger Professorenkollegen durch, dass auch an der Universität feierlich der Unterzeichnung der Weimarer Verfassungsurkunde gedacht wurde. Und ich muss einfach sagen, dass diese Feier letzten Endes zustande kam, war wirklich alles andere als ein Selbstgänger. Ich habe die ganzen Protokolle des Hochschulsenats aus jenen Jahren gelesen und konnte feststellen, dass durch alle 7 Sitzungen des Hochschulsenats, die Kassira in seiner Funktion als Rektor leitete, sich die Auseinandersetzung um eine solche Veranstaltung zog. Immer wieder fiel den anderen Kollegen alle möglichen Argumente ein, warum das eigentlich eher zu vermeiden sei. Und immer wieder warb Kassira hartnäckig dafür, dass diese Veranstaltung durchzuführen sei und er zögerte nicht, das will ich ausdrücklich hinzufügen, sich damit auf ein Konfliktfeld zwischen gleich 3 Kräften zu begeben. Da war zum einen die Reichsregierung, die sich um die Republikanisierung, um die Demokratisierung ihrer Institutionen bemühte und ein starkes Interesse natürlich an der Feier der demokratischen Verfassung hatte. Das war also die der 3 Kräfte, mit der Kassira natürlich absolut konform war. Das war ja auch seine eigene Absicht. Aber ihnen gegenüber, der Reichsregierung gegenüber, standen die mit der Republik hadernden, überwiegend konservativen Universitäten mit ihren Professoren, die zum großen Teil dem Kaiserreich nachtrauerten, und drittens eine aggressiv antirepublikanische Studentenschaft. Mir ist es wichtig, das herauszuheben, weil daraus hervorgeht, dass Kassira überhaupt nicht konfliktscheu war. Dies ist eine Eigenschaft, die ihm manchmal nachgesagt wird. Ich bin der Meinung, das trifft absolut nicht zu. Er positionierte sich kämpferisch als Demokrat und als Verfechter der Menschenrechte. Und, das kommt außerdem hinzu, er mischte sich in tagesaktuelle politische Geschehnisse und in gesellschaftspolitische Kontroversen ein. Ein vielleicht besonders überraschendes Beispiel ereignete sich 1919. Im Frühjahr jenes Jahres, wenige Monate nach der Novemberrevolution von 1918, unterzeichnete Kassira ein Telegramm zugunsten des Rätekommunisten Eugen Levinet. Ich will Ihnen dazu jetzt gleich das Kapitel aus meinem Buch vorlesen, es ist ein kleines Kapitel, aber vorher will ich zum besseren Verständnis, weil es sich wirklich um eine komplexe Angelegenheit handelt, in Erinnerung rufen, worum es ging. 1919 in München standen sich 2 konfligierende Kräfte gegenüber. Auf der einen Seite diejenigen, die für eine parlamentarische Demokratie kämpften, dafür stand die SPD, und auf der anderen Seite Kräfte, die für eine sozialistische Räterepublik kämpften, dafür stand die ultralinke USPD, die unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands, die sich 1917 von der SPD abgespalten hatte. Nun dieses kleine Kapitel. Die Novemberrevolution von 1918 führte in Bayern zum Sturz des letzten bayerischen Königs Ludwigs III. Und zur Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten unter Vorsitz des Schriftstellers Kurt Eisner, der der USPD angehörte, der die Bayerische Republik als Freistaat ausrief und von der Versammlung der sozialistischen Räte zum Ministerpräsidenten ernannt wurde. Es war vollkommen offen, welche Regierungsform, entweder die Räterepublik oder ein parlamentarisches System, sich durchsetzen würde. Bei den Landtagswahlen im Januar 1919 erlitt die USPD und damit die Räterepublik eine schwere Niederlage. Kurz darauf wurde Eisner von einem Rechtsradikalen erschossen, also Eisner, der Ministerpräsident. Das Bayerische Landesparlament wählte eine neue, nun von der SPD geführte Landesregierung, doch wenig später riefen die USPD-Mitglieder des Zentralrates, der von den Münchner Arbeiter- und Soldatenräten eingesetzt worden war, die Münchner Räterepublik aus. Daraufhin kam es in Bayern zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen der regierungstreuen republikanischen Soldatenwehr
und der vom Zentralrat aufgestellten Roten Armee. Auf beiden Seiten fielen den Kämpfen zahllose Soldaten und unbeteiligte Zivilisten zum Opfer. Im Chaos dieser Tage gewannen die Kommunisten, die für die Diktatur des Proletariats kämpften, auf Seiten der Räterepublik an Einfluss. Sie übertrugen einem vierköpfigen Vollzugsrat unter Leitung des promovierten Nationalökonomen Eugen Lewiné die gesetzgebende Gewalt. Lewiné hatte Anfang des Jahrhunderts mehrere Jahre in Russland für die Revolution gekämpft, bevor er sich in Deutschland in wechselnden linken und linksradikalen Gruppierungen engagiert, der Spartakusgruppe um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht angeschlossen und sich als Mitglied der USPD für eine Räterepublik in Bayern eingesetzt hatte. Als er die Führung der jetzt kommunistisch dominierten Münchner Räterepublik übernahm, zeichnete sich das Ende der revolutionären Bewegung, mit der viele Intellektuelle und Künstler Hoffnungen auf eine bessere Welt verbanden, bereits ab. Kurz darauf marschierten vom SPD-Reichswehrminister Gustav Noske bevollmächtigte Freikorps in München ein und richteten unter den Anhängern der Räterepublik ein Blutbad an. Nach drei von entfesselter Gewalt geprägten Wochen war die Räterepublik militärisch niedergeschlagen. Lewiné tauchte unter falschem Namen unter, wurde jedoch bald darauf verhaftet. Während blutige Konflikte Tag für Tag neue Opfer forderten, kam es zu öffentlichen Protesten gegen den bevorstehenden Gerichtsprozess und die absehbare Verurteilung Lewinés. Beim Gericht trafen mehrere Briefe zu seinen Gunsten ein, die seine anständige Gesinnung bezeugten. Auch Ernst Cassirer unterzeichnete, das war jetzt rund einen Monat vor seinem Ruf an die inzwischen gegründete Hamburgische Universität, also auch Ernst Cassirer unterzeichnete ein Telegramm, in dem bedeutende Intellektuelle das Gericht ersuchten, den Prozess gegen Lewiné zu verschieben, bis sich der politische Aufruhr gelegt haben würde. Das am 24. Mai 1919 aus Berlin beim Standgericht München eingetroffene Telegramm lautete: Wir unterzeichneten Mitglieder der verschiedensten politischen Parteien halten die Standgerichte für eine große Gefahr im Interesse des inneren Friedens unseres Volkes. Wir erwarten dringend, dass das Urteil, welches gegen den Führer der Kommunisten, Lewiné, von dem Standgericht in München gefällt wird, trotz der erregten politischen Atmosphäre, in der sich der Prozess abspielt, sich nicht entfernen wird von den Geboten der Gerechtigkeit und Menschlichkeit. In jedem Falle erheben wir unsere Stimme dagegen, dass das Urteil sofort vollstreckt wird. Mehr denn je ist es erforderlich, dass alles vermieden wird, was die Leidenschaften unseres Volkes von Neuem aufpeitschen kann. Dies der Wortlaut des Telegramms. Ich füge mal hinzu, ich habe es geschafft, im Zuge einer recht aufwendigen Recherche tatsächlich dann dieses Telegramm ausfindig zu machen. Es ist im Staatsarchiv München vorhanden und von dort wurde mir dann ein Scan des Telegramms geschickt. Deswegen kann ich auch diesen genauen Wortlaut wiedergeben. In meinem Buch ist dieses Telegramm auch abgebildet. Die in alphabetischer Reihenfolge genannten Unterzeichner des Telegramms, es sind insgesamt 15, bildeten ein breites gesellschaftliches Spektrum ab. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Darunter war zum Beispiel Albert Einstein, der sehr gerne solche Telegramme und Resolutionen unterzeichnete. Der USPD-Politiker Karl Kautsky, der Theaterkritiker und Verleger Maximilian Harden, ein Mann namens Max Hodann, der später dann Mitarbeiter des Sexualreformers Magnus Hirschfeld wurde, aber auch einige Frauen, zum Beispiel die Reformpädagogin Elisabeth Rotten, die Mitbegründerin der Liga für Menschenrechte und der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit war und nicht zuletzt die Frauenrechtlerin Helene Stöcker. Also eine breite Gruppe, ein breites Spektrum von wichtigen Persönlichkeiten der Gesellschaftspolitik. Gemeinsam mit all diesen Personen trat Ernst Cassirer, der niemals die geringste Affinität zum Kommunismus hat erkennen lassen, für einen verhafteten Kommunisten ein, genauer für einen Mann, der zu den vom Münchner Bürgertum meistgehassten Revolutionären gehörte.
Offensichtlich war den Unterzeichnern des Telegramms bewusst, dass Levinet den besonderen Hass seiner Gegner auf sich gezogen hatte und nicht mit einem fairen Gerichtsverfahren rechnen konnte. Ihre Intervention blieb wirkungslos. In einem kurzen standgerichtlichen Prozess wurde Levinet des vollendeten Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt. 2 Tage darauf wurde das Urteil vollstreckt. Ich will ein weiteres Beispiel für Cassiras gesellschaftspolitisches Engagement, für seinen gesellschaftspolitischen Weitblick nennen. Das ist ein Beispiel, in dem es um eine vollkommen andere Thematik geht. Gemeinsam mit über 400 Intellektuellen und Künstlern, darunter erneut Albert Einstein, aber auch der Philosoph Karl Jaspers und der Arzt und Schriftsteller Gottfried Benn, unterzeichnete Cassira 1925 eine Denkschrift zur Abschaffung des Paragraphen 175, der Homosexualität zwischen Männern unter Strafe stellte und damals höchst kontrovers und hitzig diskutiert wurde. Die Liste aller Unterzeichner liest sich wie das Who is Who der weltoffenen, liberalen, geistigen Elite Weimars. Gemeinsam beriefen sie sich auf neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach es sich bei gleichgeschlechtlicher Liebe um eine tief innerliche, konstitutionelle Anlage handele, und sie forderten, den Paragraphen so abzuändern, dass sexuelle Akte zwischen Personen gleich welchen Geschlechts nur zu bestrafen seien, wenn sie unter Anwendung von Gewalt, wenn sie an Personen unter 16 Jahren oder wenn sie in einer öffentliches Ärgernis erregenden Weise stattfinden. Cassira selbst war von dem Paragraphen nicht betroffen, aber seine aufklärerische Vernunft, so würde ich das interpretieren, veranlasste ihn, die Deutungshoheit über einvernehmliche intime Beziehungen dem Staat ausdrücklich abzusprechen. Das geht den Staat nichts an. Ich hoffe jetzt mit diesen Beispielen, die ich jetzt geschildert habe, eine überzeugende Antwort auf die Frage gegeben zu haben, war Cassira eigentlich ein politischer Mensch? Ich denke, ja, er war ein politischer Mensch. Ich glaube, ich konnte belegen, dass Cassira sich aktiv nicht nur für die republikanische Verfassung, sondern auch für eine liberale, weltoffene Gesellschaft eingesetzt hat. Eine Erkenntnis, die ich selber natürlich erst gewonnen habe bei der Arbeit an dem Buch. Das ist nicht eine Erkenntnis, die mir vorher klar war, sondern ich habe gesucht nach der Frage, nach der Antwort auf die Frage. Ich sagte vorhin, es gibt eine zweite Frage, der ich versucht habe, mich zu nähern beim Schreiben an dem Buch, und das war die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass Cassira so außerordentlich früh Nazi-Deutschland verließ? Und das will ich jetzt nochmal erläutern, was heißt überhaupt außerordentlich früh, und deswegen will ich nochmal die Chronologie der Ereignisse in Erinnerung rufen. Er verließ am 12. März 1933 Deutschland, und das heißt mit anderen Worten, eine Woche nach der Reichstagswahl vom 5. März, aus der die NSDAP als stärkste Partei hervorgegangen war, und außerdem 4 Tage, nachdem die Hamburger Bürgerschaft am 8. März einen Senat gewählt hatte, in dem die Nationalsozialisten die meisten Senatoren und den ihnen nahestehenden Bürgermeister stellten. Am 12. März 1933, also er ging aus Deutschland weg gemeinsam mit seiner Frau Toni, das will ich auch unbedingt noch hinzufügen, das heißt vor dem reichsweiten Boykott des NS-Regimes gegen Juden, der knapp 3 Wochen später am 1. April 1933 begann. Am 5. April bat Cassira dann inzwischen von Zürich aus, den amtierenden Rektor seiner Universität, ihn von den Vorlesungen zu beurlauben und aus allen Verpflichtungen zu entheben, da es ihm unter den gegenwärtigen Umständen nicht möglich sei, seine Aufgaben als Hochschulprofessor zu erfüllen. Mit diesem Brief vom 5. April kam er dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums um 2 Tage zuvor, das die Nationalsozialisten am 7. April 1933 erließen, um als jüdisch definierte und politisch missliebige Beamte aus dem Dienst zu entfernen. Um die Sache rund zu machen sozusagen, auf der Basis dieses Gesetzes wurde er am 27. Juli zum 31. Oktober 1933 zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Ich glaube, aus dieser Chronologie kann man durchaus ableiten, dass Cassira eben tatsächlich früh diese Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, dass man an diesen Umständen sehen kann, dass er politisch sehr wach war, dass er überhaupt nicht der Philosoph war, der den Kopf in den Wolken hatte,
sondern er hat ganz offensichtlich, ganz intensiv die allgemeine politische Entwicklung wahrgenommen. Ich würde sagen, daraus erklärt sich schon ein Stück weit, warum er so früh gegangen ist. Aber es gibt darüber hinaus, also jenseits dieser allgemeinen politischen Entwicklung, auch einige sehr konkrete negative Erfahrungen, die er gemacht hat, die ihn schließlich in der Summe bewogen, die Stadt und die Universität zu verlassen, an der er 13,5 Jahre gelehrt und geforscht hatte und seine produktivste Schaffenszeit gehabt hatte. Diese anderen Einflüsse habe ich in meinem Buch geschildert. Vorlesen möchte ich Ihnen zunächst einen Abschnitt über die Atmosphäre in der Universität, dem Ort also, an dem Cassirer sicherlich auf Solidarität gehofft hatte. So. Wenn auch die Hamburgische Universität ihre Gründung maßgeblich der republikfreundlichen Mehrheit der Bürgerschaft verdankte, das will ich nochmal ausdrücklich betonen, die Universität Hamburg ist ja 1919 gegründet worden, kurz nachdem die Revolution stattgefunden hat und in Hamburg zum ersten Mal mit allgemeinem freien Wahlrecht eine Regierung gewählt wurde, bei der die Sozialdemokraten über 50% hatten. Die hatten die absolute Mehrheit und haben mit Liberalen und mit gemäßigt Konservativen zusammen die Regierung gebildet und hatten nichts Eiligeres zu tun, als endlich eine Universität zu gründen in Hamburg. Denn zu der Gründung dieser Universität war es bis dahin nicht gekommen. Wenn auch die Hamburgische Universität ihre Gründung maßgeblich der republikfreundlichen Mehrheit der Bürgerschaft verdankte, bekannten sich nur wenige ihrer Professoren zur Republik oder setzten sich für sie ein. Dazu gehörten unter anderem, um nur ganz paar wenige Namen zu nennen, der Literaturwissenschaftler Walter A. Behrensohn, der Völkerrechtler Albrecht Mendelssohn Bartholdy, der Nationalökonom Eduard Heimann und eben Ernst Cassirer. Sie alle blieben Außenseiter und eine kleine Minderheit gegenüber Antidemokraten, Nationalisten, Monarchisten und Antisemiten, die in der Professorenschaft die Mehrheit bildeten. Trotzdem wurden in der Weimarer Zeit drei liberale Professoren zu Rektoren der Universität gewählt. Der Anglist Emil Wolf und der Völkerrechtler Rudolf Laun, sie waren beide nicht jüdischer Herkunft. Und Cassirer mit seiner Amtszeit von 1929 und 30 als Rektor der Hamburgischen Universität, der einzige Rektor jüdischer Herkunft an einer deutschen Universität in der Weimarer Republik. Dass überhaupt liberale Professoren in das höchste Amt gewählt wurden, mag als Indiz dafür gelten, dass die Hamburgische Universität, anders als die meisten anderen deutschen Universitäten, ein Spannungsfeld zwischen Anhängern und Verächtern der republikanischen Staatsverfassung und Staatsphilosophie bildete. Symptomatisch für die Dominanz der republikfeindlichen Kräfte in der Professorenschaft war die Jahr für Jahr in der Universität stattfindende Reichsgründungsfeier, bei der Größe und Stolz des untergegangenen Kaiserreichs beschworen wurde. So entschieden die Professoren daran festhielten, so entschlossen verhinderten sie zugleich, der Weimarer Reichsverfassung zu gedenken. Nur ein einziges Mal fand in der Hamburgischen Universität eine Verfassungsfeier statt unter dem Rektorat Cassirers, der sie um den Preis einer zermürbenden Zerreißprobe im Universitätssenat durchsetzte. In der Hamburger Studentenschaft war ein antisemitisches Weltbild weit verbreitet, wenngleich sozialistische und jüdische Studierende sich dagegen wandten. Anfangs waren die republikfeindliche und die republikanische Gruppierung etwa gleich groß, doch im Laufe der 1920er Jahre kam es an der Hamburgischen Universität ebenso wie an anderen deutschen Universitäten immer häufiger zu antisemitischen Übergriffen völkischer Studenten, die auch überregional Aufsehen erregten und zu denen die Professorenschaft sich verhalten musste. Ein besonders schwerwiegender Fall, dessen Gravitationswellen auch die Philosophische Fakultät der Hamburgischen Universität erreichten, ereignete sich 1926 an der Technischen Hochschule Hannover. Der dort lehrende Privatdozent für Philosophie Theodor Lessing, jüdischer Herkunft und bekannt für seine scharfzüngigen publizistischen Arbeiten zu politischen Fragen, wurde von einem studentischen Kampfausschuss gegen Lessing daran gehindert, seine Vorlesung abzuhalten. Gewaltbereite Studenten forderten seine Entlassung und die dauerhafte Aberkennung seiner Lehrerlaubnis, blockierten 2 Tage lang den Hörsaal, randalierten mit eichenen Stöcken bewaffnet,
skandierten Parolen wie Juden raus, Lessing raus und verhaut ihn, schlagt ihn nieder. Der Gelehrte musste schließlich aus der Hochschule fliehen. Auslöser für die Ausschreitungen war ein Artikel Lessings vom April 1925, in dem er die Nominierung Paul von Hindenburgs zum Reichspräsidenten kritisiert und die Befürchtung geäußert hatte, Hindenburg könnte zu einer politischen Rolle missbraucht werden. Im selben Artikel hatte er geradezu prophetisch davor gewarnt, dass hinter einem Zero, also hinter einer Null, immer ein künftiger Nero verborgen stehe. Eine Einschätzung, die sich mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch Hindenburg am 30. Januar 1933 bewahrheiten sollte. Knapp drei Wochen nach den Ausschreitungen in Hannover beantragte in der Philosophischen Fakultät der Hamburgischen Universität der Philosoph Albert Görland, eine Sympathiekundgebung an Lessing zu übermitteln. Im Zuge einer ausführlichen Besprechung, an der sich allerdings nur wenige der anwesenden Fakultätsmitglieder beteiligten, zog Görland seinen Antrag wieder zurück. Man erwog nun, stattdessen beim Hochschulverband eine Kundgebung zu erwirken, die sich grundsätzlich gegen die in letzter Zeit wiederholt vorkommenden Versuche von Eingriffen Außenstehender in die Lehrfreiheit wendet. Die nüchtern abgefassten Sitzungsprotokolle referieren die kontroversen Argumente in so trockenem Tonfall, dass der Eindruck entstehen könnte, es habe sich um eine distanziert geführte, emotionslose Debatte gehandelt. Doch da die Auffassungen der Professoren in dieser Angelegenheit kaum weiter auseinanderklaffen konnten, ist anzunehmen, dass der eine oder andere in erheblichen Aufruhr geriet. Wenn Otto Laufer, Inhaber des Lehrstuhls für Völkerkunde und Direktor des Museums für Hamburgische Geschichte, die Übergriffe der Studenten als Dummheiten oder falsche Maßnahmen verharmloste und überdies bestritt, dass die Ausschreitungen die Lehrfreiheit gefährdeten, sah Kassierer sich genötigt, ihm zu widersprechen. Nachdrücklich verwies er auf die Tatsache, dass man einen mit der Lehrbefugnis versehenen Gelehrten zum Abbrechen seiner Vorlesungen gezwungen habe. Am Ende beschlossen die Teilnehmer mit 13-11 Stimmen, dass die Fakultät den Universitätssenat ersuche, grundsätzlich dazu Stellung zu nehmen, dass die Lehrfreiheit an deutschen Universitäten von verschiedenen Seiten bedroht wird. Ich betone nochmal, 13 haben dafür gestimmt, eine solche Bitte an den den Universitätssenat zu stellen. 11 waren dagegen. Diese 11 dagegen votierenden Männer, die dann mehrheitlich im November 1933 das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler unterzeichnen sollten, bestanden darauf, dass ihr Minderheitenvotum ins Protokoll aufgenommen wurde. Ich denke, wenn Sie sich jetzt vergegenwärtigen, das ist eine Geschichte, das ist ein Ereignis, das in der Universität stattgefunden hat, also an dem Ort, an dem Kassierer sozusagen sein berufliches Zuhause hatte. Das sind seine Kollegen gewesen, das ist die Philosophische Fakultät gewesen, deren Mitglied er war. Und in dieser Philosophischen Fakultät gab es immerhin 11 von 24 Mitgliedern, die nicht der Auffassung waren, dass die Vertreibung von Theodor Lessing aus seiner Universität mit Parolen und Eichenstücken ein Eingriff in die Lehrfreiheit darstellte. Ich glaube, dazu gehört nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, was das für Kassierer bedeutet haben muss, also wie er das wahrgenommen haben muss, wie sehr ihm deutlich geworden ist, wie riskant eigentlich auch seine eigene Situation war. Also er wird sich sicherlich gefragt haben, stelle ich mir vor, was eigentlich passieren würde, wenn er in eine vergleichbare Situation käme, wie sich eigentlich seine Kollegen in der Philosophischen Fakultät zu ihm stellen würden in so einem Fall. Also insofern glaube ich, dass das zu den Ereignissen gehört, die stark dazu beigetragen haben, dass er Hamburg und Deutschland verließ. Seine Familie hatte allerdings von Anfang an Anfeindungen erlebt und im Laufe der 13,5 Jahre kam es in Hamburg zu einem ganz grundlegenden Wandel der politischen Stimmung in der Stadt. Und auch dazu möchte ich Ihnen ein kleines Kapitel vorlesen.
Als die Familie Kassierer im Oktober 1919 von Berlin nach Hamburg umzog, kam sie in eine Stadt, in der die neu gegründete Republik zunächst eine stabile, breite Basis hatte. Bei der Bürgerschaftswahl am 16. März 1919 hatte die SPD 50,5%, die linksliberale Deutsche Demokratische Partei, mit der Kassierer sympathisierte, 20,5% und die Sozialistische Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die USPD, 8% der Stimmen gewonnen. Trotz ihrer absoluten Mehrheit hatte die SPD darauf verzichtet, die Regierung allein oder mit der USPD zu bilden. Stattdessen hatte sie die Hälfte der Senatsposten Repräsentanten der Deutschen Demokratischen Partei und des Vorkriegssenats überlassen. Die Regierung bestand also aus sozialdemokratischen, liberalen und gemäßigt konservativen Senatoren. Hamburg hatte nicht nur eine Regierung, der Kassierer nahestand, sondern auch ein liberales Bürgertum, das Juden gegenüber offen war. Menschen jüdischer Herkunft hatten hohe öffentliche Ämter inne und sie konnten Mitglied der Bürgerschaft werden. Max Warburg, Abi Warburgs Bruder, der 1897 vom Senat zum Handelsrichter gewählt worden war und von 1903 bis 1919 der Bürgerschaft angehörte, war darunter. Ebenso Leo Lippmann, der 1920 als erster Jude auf den Posten eines Staatsrats und damit in den Hamburger Senat gewählt wurde. Und natürlich nicht zu vergessen die Professoren jüdischer Herkunft, die wie Kassierer an die Universität berufen wurden. Doch gleichzeitig brachten sich antisemitische Gruppierungen in der Hansestadt in Stellung. Aus dem Deutschen Schutz- und Trutzbund, der gemeinsam mit dem Reichssammerbund für antisemitische Flugblätter an der Hamburgischen Universität verantwortlich zeichnete, ging zum Zeitpunkt von Kassierers Amtsantritt als Professor für Philosophie der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund hervor. Dieser Verband verbreitete seine antisemitische Hetze mit Hilfe gedruckter Massenpropaganda. Häuserwände, Toreinfahrten und Schaufenster jüdischer Geschäfte wurden mit Flugblättern und Klebezetteln förmlich tapeziert. Im öffentlichen Raum machte sich Judenhass unübersehbar breit, insbesondere dort, wo traditionell jüdische Alltagskultur präsent war, etwa im Stadtteil Haverstehude, der mit einem Anteil von knapp 16% die meisten jüdischen Einwohner hatte und zugleich der Stadtteil ist mit dem Grindelviertel, also der Stadtteil, in dem die Uni ihren Hauptsitz hatte und auch viele der Universitätsinstitute. Im noblen Stadtteil Winterhude gehörte Kassierer mit seiner Familie zur verschwindend kleinen jüdischen Minderheit. Nur 655 von 47.464 Einwohnern waren jüdischer Herkunft, noch nicht einmal 2%. Schon Anfang der 1920er Jahre, bald nach ihrem Zuzug, waren Kassierers mit Antisemitismus konfrontiert. Und sie wehrten sich auf ihre Weise. Als der Tochter Anne auf dem Schulweg wiederholt von anderen Kindern antisemitische Schimpfwörter nachgerufen wurden, verprügelte ihr Bruder Heinz die Übeltäter, anscheinend ohne dafür mit elterlichen Sanktionen rechnen zu müssen. So jedenfalls ist es der Biografie von Toni Kassierer, Mein Leben mit Ernst Kassierer, zu entnehmen. Auch Toni Kassierer, Ernst Kassierers Frau, wurde beschimpft. Von einem Nachbarn, der laut ihren Worten einer der vornehmsten Hamburger Familien angehörte. Als sie mit ihm wegen seines laut lärmenden Sohnes in einen Konflikt geriet, rief er ihr brüllend zu, dass ihre Familie störe. Ich zitiere diesen Satz: durch ihren puren Anblick, sie gehören ja alle nach Palästina. Ernst Kassierer schickte dem Nachbarn gleich am nächsten Morgen einen ebenso formvollendet wie schneidend formulierten Brief. Ich zitiere den Brief von Kassierer. Ich habe, seit ich in Ihrer Nachbarschaft wohne, die Grenze gegen Sie sehr scharf und deutlich gezogen. Und ich muss Sie dringend bitten, keine weiteren Versuche zu unternehmen, diese Grenze zu überschreiten. Ich war bisher immer mit Erfolg bemüht, den Verkehr mit Leuten Ihres Schlages gänzlich zu meiden. Und ich muss gleich anderen Vätern aus unserer Nachbarschaft, auch im Interesse der Erziehung meiner Kinder, darauf bestehen, dass jede Berührung mit Ihrem Sohn unterbleibt. Ich darf Sie wohl ersuchen, künftig jede Annäherung an Mitglieder meiner Familie zu unterlassen. Ich müsste sonst Schritte unternehmen, um meine Frau und die Gäste meines Hauses vor weiteren Zudringlichkeiten zu schützen. Damals, in dieser Zeit, als Kassierer diesen Brief schrieb und als diese Vorkommnisse stattfanden,
wurde der reichsweit wachsende Einfluss der Nationalsozialisten auch in Hamburgs Politik immer spürbarer. Bei jeder Bürgerschaftswahl gewann die NSDAP an Stimmen, bis sie im Frühjahr 1932 stärkste Fraktion wurde und schließlich am 8. März 1933, bevor Kassirers Deutschland verließen, einen ihr nahestehenden ersten Bürgermeister stellte. Dies waren die Jahre, in denen auch im Umfeld der Universität antisemitischer Straßenterror kontinuierlich zunahm. Schwer vorstellbar, dass Vorfälle dieser Art Kassirer entgangen sein sollten. Ein Neffe des Literaturwissenschaftlers Walter A. Behrenssohn, dessen germanisches Seminar mit Kassirers Seminar für Philosophie gegenüber der Hauptsynagoge im Universitätsgebäude am Bornplatz 1 bis 3, dem sogenannten Pferdestall, untergebracht war, also ein Neffe von Walter A. Behrenssohn, wurde schwer misshandelt. Rolf Behrenssohn, sozialistischer Student und engagiert in der Jugendgemeinschaft jüdischer Arbeitnehmer, hatte Flugblätter verteilt. Das Hamburger Echo berichtete, ich zitiere, SA-Leute schlugen auf ihn ein, rissen ihn zu Boden und traten ihn mit Füßen, sodass man den Überfallenden schwer verletzt ins Universitätsgebäude tragen musste. Ein Krankenwagen brachte den jungen Behrenssohn ins Eppendorfer Krankenhaus, wo er mit einem doppelten Schlüsselbeinbruch, mit einem Bluterguss am Auge und mit einer schweren Gehirnerschütterung daniederliegt. Zitat Ende. In diese Zeit zunehmender Gewaltbereitschaft fielen auch wiederholte Schändungen des jüdischen Friedhofs am Grindel in der Renzelstraße, Ecke Verbindungsstraße, in fußläufiger Nähe zu Kassirers Büro im Pferdestall und die erste Schändung einer Synagoge. Also, das sind die Beispiele, die ich gerne vortragen wollte. In meinem Buch gibt es noch ein paar mehr. Ich hoffe jetzt, mit dem, was ich Ihnen vorgetragen habe, deutlich gemacht zu haben, wie sehr Kassirer in den Jahren 1919 bis 1933 immer mehr in Bedrängnis geraten ist, wie im Beruf, im Privatleben, im öffentlichen Raum und in den politischen Machtverhältnissen Antisemitismus sich immer stärker durchsetzte. Kassirer hat das, daran kann überhaupt gar kein Zweifel sein, in aller Deutlichkeit wahrgenommen und er hatte nicht nur die Geistesgegenwart, sondern glücklicherweise auch die Möglichkeit, auch die materiellen Möglichkeiten, sich früh in Sicherheit zu bringen, anders als viele andere Menschen jüdischer Herkunft, denen die weitere Entwicklung zum Verhängnis wurde, wie wir wissen. Ich möchte nun noch auf einen schönen und erfreulichen Bereich von Kassirers Leben in Hamburg zu sprechen kommen. Und zwar auf seine Freundschaft mit dem Kulturwissenschaftler Abi Warburg. Ich habe das vorhin schon angekündigt und Frau Recki hat ja auch schon davon gesprochen. Und zwar speziell von dem ersten Besuch Kassirers in der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Frau Recki hat diese Bibliothek vorhin schon beschrieben. Damals, als Kassirer sie zum ersten Mal betrat, waren da drin 20.000 Werke, noch nicht die 60.000, von denen Sie, glaube ich, gesprochen haben, und den 200.000, die sie dann irgendwann enthielt. Oder täusche ich mich? 60.000 war das Maximum. Okay. Von diesem sehr ungewöhnlichen Ordnungsprinzip, nachdem die Bibliothek sortiert war, hat Frau Recki ja schon gesprochen. Neben Büchern über magisches Denken, über Weissagung, über Astrologie oder Alchemie standen Werke über Naturwissenschaft. Die Bibliothek zeichnete auf diese Weise den Übergang vom kultisch-magischen Denken zur modernen Wissenschaft nach. Kassirer war vollkommen fasziniert und er schilderte diese erste Berührung mit der kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg mehrfach, unter anderem 9 Jahre später mit diesen Worten. Wie von einem Zauberhauch schien mir dieser nicht abbrechende Zug der Bücher umwittert. Wie ein magischer Bann lag es über ihnen. Und je mehr ich mich sodann in Inhalt und Gehalt dieser Bibliothek versenkte, umso mehr verstärkte und bestätigte sich mir dieses erste Gefühl. Aus der Reihe der Bücher löste sich immer klarer eine Reihe von Bildern, von bestimmten geistigen Urmotiven und Urgestaltungen. Und hinter der Mannigfaltigkeit dieser Gestaltungen stand für mich zuletzt klar und bezwingend die eine Gestalt des Mannes da,
der an die Gründung und an den Ausbau dieser Bibliothek den besten Teil seines Lebens dahingegeben hatte. Denn eben dieser Mann, der Gründer und Eigentümer Abi Warburg, der also Kassierer bei dem ersten Betreten so vor dem inneren Auge nach und nach entstand, war zum Zeitpunkt von Kassierers erstem Besuch überhaupt nicht anwesend. Frau Recki sagte das schon, dass er von dem Bibliothekar Fritz Sachsel durch die Bibliothek geführt wurde. Abi Warburg selbst war wegen einer schweren psychischen Erkrankung in einem Schweizer Sanatorium in Behandlung. Kassierer nahm Kontakt zu Warburg auf. Er schrieb ihm, er empfinde es als einen besonderen Glücksfall, dass er dank seiner Berufung nach Hamburg in nähere Berührung mit der Bibliothek gekommen sei. Und er dankte ihm für die ständige Förderung seiner Arbeit, die er der Bibliothek zu verdanken habe. Er sandte nach und nach mehrere seiner Publikationen an Warburg, der darunter litt, seine Studien in der Abgeschiedenheit des Sanatoriums nicht fortsetzen zu können. Umso mehr fühlte Warburg sich durch Kassierers Arbeiten über das mythische Denken und den Begriff der symbolischen Formen, die er nämlich als eine Aufnahme seiner eigenen Versuche auf anderem Gebiet ansah, tröstend berührt. Warburg schrieb an Kassierer: Hochverehrter Herr Professor, in der letzten Zeit hat mir kaum etwas eine so große Freude gemacht wie Ihr Brief, der mir das Klopfen auf der anderen Seite des Tunnels beim Durchbruchsversuch so wahrnehmbar machte, dass ich mein weggelegtes Handwerkszeug wieder anfasse und den Mut zu finden versuche, unter dem alten Geröll aufzuräumen. Darüber, was dann geschah, will ich Ihnen jetzt eine Passage aus meinem Buch vorlesen. Warburg wollte unbedingt von Kassierer besucht werden. Und auch sein behandelnder Arzt Ludwig Binswanger wünschte sich, dass Kassierer ins Sanatorium kommen würde. Auch er wünschte sich den Austausch mit ihm und es kam dann auch schließlich dazu. Im April 1924 war es soweit. Also da lag der erste Besuch Kassierers in der Bibliothek ja schon 3,5 Jahre ungefähr zurück. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Kassierer besuchte den Kranken im Kreuzlinger Sanatorium. Gelegenheit für Warburg, endlich mit ihm die Frage zu diskutieren, dank welcher Erkenntnisschritte das moderne heliozentrische Weltbild, in dem die Sonne im Mittelpunkt steht, das seit der Antike vorherrschende geozentrische Weltbild, in dem die Erde im Mittelpunkt steht, abgelöst hatte. Warburg faszinierten die Neuberechnungen der Planetenbahnen, die der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler Anfang des 17. Jahrhunderts unter Einbeziehung der Ellipse angestellt hatte. Warburg war überzeugt, dass die Überwindung der mittelalterlichen Wissenschaft und die Begründung der neuzeitlichen Wissenschaft einsetzte, als Kepler der traditionell als überlegen geltenden idealen Kreisform die Ellipsenform gegenüberstellte. Von dem Gespräch mit Kassierer erhoffte er sich die Verifizierung seiner These, der von Kepler vollzogene Perspektivwechsel habe die entscheidende kulturhistorische Zäsur hin zum modernen Denken bewirkt. Entsprechend hoch waren seine Erwartungen und entsprechend sorgfältig bereitete er sich vor. Stichwortartig notierte er sich Daten und Fakten, die seine im Physikabitur stehende Tochter Frede zuvor für ihn recherchiert hatte. Und tatsächlich bestätigte Kassierer Warburgs Denkansatz. Noch am selben Tag berichtete Warburg seiner Frau Mary, mit der er täglich korrespondierte, wie sehr er darüber erfreut war. Kassierers Zuspruch und Anerkennung waren für Warburg der erste Lichtstrahl in dunklen Jahren. So drückte das jedenfalls Fritz Sachsel, der Bibliothekar, aus. Auch Kassierer bezeugte später, dass beide, Warburg und er, schon nach den ersten Sätzen so einander kennen, einander verstehen gelernt hatten, wie man sich sonst nur nach Jahren gemeinsamer Arbeit versteht. Allerdings strengte die Diskussion den Patienten auch an. Er schrieb an seine Frau: Fühle mich nach dem Besuch von Kassierer jetzt ziemlich ausgepumpt, weil er zunächst dialektisch-philosophische Bestimmtheit erwartet. Das Bildmaterial ist bei ihm sekundär und mir doch die Hauptsache.
Dennoch war Warburg durch ihren Austausch so ermutigt, dass er noch an Cassiras Abreisetag seinen Ärzten schriftliche Argumente für seine Entlassung unterbreitete. Er habe seit längerer Zeit keine Betäubungsmittel mehr gebraucht und seine wissenschaftliche Arbeit wieder aufgenommen. Schon sein ein Jahr zurückliegender erfolgreicher Vortrag über die nordamerikanischen Pueblo-Indianer habe gezeigt, dass er auf dem Wege der Besserung sei, doch nun habe das Gespräch mit Cassira die entscheidende Wende gebracht. Ich zitiere aus dem Brief an die Ärzte: Denn es hat sich bei dieser Gelegenheit herausgestellt, dass die meinerseits energisch und unter großen Schwierigkeiten fortgesetzten Versuche, trotz der erbärmlichen Hilfsmittel, die mir hier zur Verfügung stehen, doch zu Resultaten führen, die den Zusammenhang meiner seit Jahren aufgezeichneten kunstpsychologischen Einzelbemerkungen mit dem im Lauf meines Lebens zusammengesehenen kulturhistorischen Material gestatten. Und es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, vielleicht hat Cassira mit Ihnen darüber gesprochen, dass ich noch eine wirklich tragfähige neue Methode der kulturpsychologischen Geschichtsauffassung skizzieren könnte. Zitat Ende. Wie sehr Warburg sich durch den Besuch beflügelt fühlte, schrieb er auch seiner Frau: Nachdem aber Cassira hier war, sehe ich, wie ich die Kraft habe, dass mein armes Gehirn sich wieder stutzt und brav antreten will. Und erneut kam er darauf zurück, dass Cassira ihm versichert habe, er habe mit der Idee der Ellipse als symbolische Wasserscheide von Kulturepochen den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenige Monate nach Cassiras Besuch verließ Warburg die Heilanstalt. Er kehrte nach Hamburg zurück und ließ auf dem Nachbargrundstück der KBW in der Hallwegstraße 116 für das von ihm geplante Forschungsinstitut einen Neubau errichten, der einen dreigeschossigen, zur Straße gelegenen Bürotrakt, einen viergeschossigen Bücherturm und einen in den Garten hineinreichenden Saal umfasste. Gegen die Bedenken der Ingenieure setzte er als Form des Saals die Ellipse durch, jene bipolare Form also, die für ihn den Durchbruch vom mythisch-mittelalterlichen Denken zum naturwissenschaftlichen Denken symbolisierte. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs aufmerksame Zuhören. Ich bin damit am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, dass diese letzte Geschichte über das Zusammentreffen von Abi Warburg und Ernst Cassira, das ja doch eine sehr schöne Seite hat oder vielleicht viele schöne Seiten hat, insbesondere weil es dazu geführt hat, dass Warburg aus dem Sanatorium nach Hamburg zurückkehren konnte, vielleicht ein bisschen etwas, wollte ich jetzt sagen, was Tröstendes hat, ist eigentlich Quatsch. Ich muss sie ja nicht trösten. Wir sind alle untröstlich über das, was geschehen ist. Aber ich bin trotzdem froh, mit diesem schönen Ereignis aufhören zu können. Vielen Dank. Natürlich, also klar. Wenn Fragen da sind, wenn Bemerkungen da sind, Kommentare, wir stehen beide. Ich hätte eine ganz nüchterne und sachliche Frage. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie gesagt, als Cassira zum ersten Mal das Haus Warburg besuchte, war er gar nicht da. Richtig. Sondern zu einer Heilbehandlung in der Schweiz. Mhm. 3 oder 4 Jahre später hat Cassira ihn besucht. Richtig. Ja. Mhm. Er war schwer krank. Ja. Ja. So ist es. In der Klinik Bellevue in Kreuzlingen, so heißt der Ort, in dem er war. Und sein behandelnder Arzt war Ludwig Binswanger, ja ein großer Name unter Psychologen oder Psychiatern. Der hat ihn behandelt. Wir nehmen gerne auch weitere nüchterne Fragen. Es spricht nichts dagegen. Oder auch Anmerkungen oder was auch immer Ihnen einfällt. Ja. Ich würde einfach nur interessieren, ob Cassira sich zu dem Antisemitismus geäußert hat, ob er irgendwo etwas schriftlich hinterlassen hat in den 30er Jahren. Also vielleicht auch, bis er nach USA gegangen ist, dass er das
Also, Frau Recki, mir würde jetzt als erstes einfallen die Bauchaffäre, die ja allerdings früh war, die war ja 1916. Aber Sie sind die große Kennerin seines Werkes für mich als ich, deswegen würde ich Ihnen sehr gerne die Antwort überlassen, wenn Sie. Also, seine Äußerungen im wissenschaftlichen Duktus waren indirekter Natur. Es ist zum Beispiel auffällig, dass Cassirer ein unreligiöser Denker war, der, also wirklich, wir würden mit dem Stichwort oder dem Schlagwort sagen, einen ganz säkularen Ansatz und Duktus im Denken vertreten hat. Und er war zwar Jude und hat sich auch von seiner jüdischen Religion nie distanziert, aber er hat nicht praktiziert, kann man sagen. Aber als dann in den 20er Jahren, die er hier in Hamburg als Hochschullehrer und im Klima der Stadt erlebt hat, deutlich wurde, dass der Antisemitismus stärker wird, da hat er sich für die jüdische Gemeinde, zu der er keine religiöse Bindung hatte, in Form von Vorträgen praktisch für das gesellig-wissenschaftliche jüdische Leben engagiert und hat im Rahmen der jüdischen Gemeinde vorgetragen und auch die Vorträge veröffentlichen lassen, als Ausdruck seiner Loyalität mit der jüdischen Gemeinde. Also sowas ist zum Beispiel sehr auffällig. Und er hat in dieser Zeit auch verschiedene Aufsätze geschrieben, zum Beispiel über seinen ebenfalls jüdischen Lehrer Hermann Cohen und dessen Vermächtnis, über Moses Mendelssohn und noch verschiedene andere jüdische Gelehrte. Also die Aktivitäten in Richtung Auseinandersetzung mit der jüdischen Tradition des theologischen und philosophischen Denkens haben deutlich zugenommen. Und das muss man schon als ein Statement ansehen. Und dann kann man sagen, das letzte posthum veröffentlichte Werk Ernst Cassirers, The Myth of the State, in der deutschen Übersetzung im Geist der Zeit als Mythos des Staates, man sollte eigentlich eher sagen, der Mythos vom Staat übersetzt. Da setzt er sich tatsächlich allerdings in dem Duktus, den er sein ganzes Gelehrtenleben hindurch gepflegt hat, mit der Entwicklung zu Totalitarismus und Antisemitismus auseinander, indem er deren ideengeschichtliche Quellen im 19. Jahrhundert versucht aufzuarbeiten und zu zeigen, wie durch bestimmte Schriften, unter anderem Gobineaus Rassenlehre, Carlyles Theorie der Heldenverehrung und andere Theorien in diesem Umfeld, wie durch diese theoretischen Beiträge geistesgeschichtlich ein Klima des totalitären Denkens begünstigt werden konnte. Wobei er niemals so einen grobmotorischen Monokausalismus vertreten hätte und gesagt hätte, das sind die Schriften, auf die das Ganze zurückzuführen ist, sondern er hat immer gesehen, dass das Schriften waren, die das Denken in einer ganz bestimmten Art und Weise konditionieren, sodass bestimmte totalitäre politische Tendenzen dadurch begünstigt wurden oder akzeptabler wurden. Also das war so der Zuschnitt seiner Beiträge. Kann man das sagen zum Verhältnis zu einem, sagen wir mal, einem der großen Philosophiestars in der Zeit, Heidegger? Die haben sich ja, soweit ich weiß, bei einem Kongress in Davos nicht unbedingt duelliert, aber doch wohl relativ gegensätzliche Positionen vertreten. Und weiß man, ob Cassirer später noch das kommentiert hat, den Weg von Heidegger? Ja, also Heidegger ist neben Hegel in dem gerade erwähnten Buch The Myth of the State als einer der philosophischen Kronzeugen, die anderen waren ja keine Philosophen, das waren Historiker und Ideengeschichtler, das sind die beiden, Hegel und Heidegger, die in diesem Buch als Denker
charakterisiert werden, die ihrerseits beigetragen haben zur Formierung eines für totalitäre Tendenzen aufnahmefähigen Denkens und einer Stimmung. Weil sie, also bei Heidegger ist die Kritik, dass er durch seine Daseinsanalyse in Sein und Zeit eine Einstellung und Weltsicht begünstigt hat, die gewissermaßen den Menschen zu Timidität konditioniert. So würde ich das mal zusammenfassen. Also von Heidegger hat Cassirer nichts gehalten, und das wird auch schon 1929 in dieser von Ihnen erwähnten Davoser Disputation deutlich. Cassirer war eben nur, wie das immer wieder betont worden ist und dann auch von den jungen Studenten, die da als Schlachtenbummler bei diesem Hochschulkurs in Davos dabei waren, auch betont worden ist. Cassirer war ein feiner Herr, das war ein zivilisierter Mensch, der blieb höflich, der wurde nicht grob. Aber trotzdem hat er für seine Verhältnisse sehr deutlich gemacht, dass er von Heideggers Denken nichts hält. Das war ja so, dass diese beiden Denker in diesem, man würde heute sagen, in diesem Blockseminar, das sie da gemeinsam veranstaltet haben, jeder 4 Vorträge gehalten hat. Und da gibt es insbesondere einen Vortrag von Cassirer über den Tod, der sehr interessant ist, in dem er sich mit Heideggers, mit der Tendenz zum Quietismus und zur Timidität auseinandersetzt, weil Heidegger ja im Grunde genommen das menschliche Dasein durch die Grundbefindlichkeit der Angst zu charakterisieren versucht und die Angst als ein besonders ausgezeichnetes Bewusstseinsbildungsmedium auszeichnen will. Und dann ist eben die Verbindung zum Tod einschlägig, weil Heidegger zugleich analysiert, dass Angst etwa im Unterschied zu Furcht oder anderen schwächeren Unbehaglichkeitsbefindlichkeiten immer Todesangst ist. Und durch dieses Analyseelement steht im Grunde genommen der Tod im Zentrum von Heideggers Denken über die Verfassung des menschlichen Daseins. Und man kann durchaus, wenn man also, sagen wir mal, sich über die sehr stark die kreative Terminologie und Begriffserfindung, die Heidegger da betreibt, ein wenig hinwegsetzt und selbstständig die Sache zusammenfasst, also den Gedanken zusammenfasst, dann kann man sagen, Heidegger verhält den Menschen gewissermaßen in der Stellung des Kaninchens angesichts der Schlange, indem er die Todverfallenheit und die daraus resultierende Angst als die Grundbefindlichkeit des Menschen ansieht. Und dagegen hat Cassirer, nüchterner Aufklärer, überzeugt von der Verantwortung des Menschen gegenüber dem, was er tut und wie er, in welchen Zustand er die Welt versetzt. Mit anderen Worten, wie er aus seinem Dasein eben auch kreativ etwas macht, in der mit den Formen der Höflichkeit vereinbaren Schärfe in Davos argumentiert. Also ich hätte noch eine Frage, die daran anschließt, und zwar, ob sich Cassirer auch mit der Psychologie, der Disziplin Psychologie befasst hat, denn dort sind Kategorien wie Angst und Befindlichkeiten ja dominante Gegenstände. Ja. Hat er sich dort auch geäußert zu bestimmten Richtungen der Psychologie?
Also ich habe ja gerade eingangs ganz kurz gestreift, William und Clara Stern, die beiden Hamburger Psychologen, die sich mit der Psychologie der Kindersprache zum Beispiel auseinandergesetzt haben. Das hat er sehr stark rezipiert, gerade auch um aus solchen psychologischen Studien etwas über die innere Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes entnehmen zu können. Was kann man aus der genealogischen Perspektive auf die individualpsychologische Entwicklung, wie sie sich im Spracherwerb und im Sprachverhalten niederschlägt, überhaupt über die Verfassung des Menschen in seiner Entwicklungstendenz lernen? Das war ein Ansatz, das waren also, sagen wir mal, Gesichtspunkte, die ihn da besonders interessiert haben. Oder er hat sich auseinandergesetzt mit psychologischen Studien zur Aphasie, also zum Sprachverlust, auf der Basis von Gehirnverletzungen, von Traumatisierungen im physischen Sinne, um daraus etwas über archaische Bewusstseinszustände in der Befindlichkeit von Befangenheit abzuleiten. Also da hat er, das ist genau einer der Punkte, an denen man exemplifizieren kann, wie er interdisziplinär umgegangen ist und versucht hat, die Forschungsergebnisse von anderen Wissenschaften fruchtbar zu machen für seine eigenen Fragen im Hinblick auf das Verständnis des Menschen in seiner kulturellen Entwicklung. Danke sehr. Danke schön. Ja, also ich möchte mich